Hier ist Ledator und herzlich willkommen zum 118. Let's Play auf Lee Chess. Wir spielen mit Isu Sin. Und okay, er spielt D6, die Pirz-Verteidigung. Und ich habe mir ja sagen lassen, dass man das Pirz ausspricht und nicht Pirk. Das wusste ich davor auch nicht. Genau, okay, hier, okay. Er spielt C6, ja zurück B5. Okay. Okay, und jetzt E5. Aber ich möchte ihm eigentlich hier nicht helfen. Klar, wenn ich den Läufer... Oh, ich könnte den Läufer aber auch zurückziehen und dann drohen, dass ich hier schlage. Und dann ihm die Rochade nehmen. Oder erstmal Springer F3 spielen. Vernünftig spielen sozusagen. Hoffe ich mal. Ah, dann nimmt er, okay. Aber jetzt kriegt mein Springer ein schönes Zentrumsfeld. Und da jetzt kann ich mich hier in Sicherheit bringen mit dem König. So, gibt es hier irgendwelche Tricks, irgendwelche verrückte Opfer, die vielleicht klappen könnten und sowas mit Läufer B5, dann ist da irgendwas drin, vielleicht, aber ich sehe es noch nicht ganz konkret, vielleicht ist es noch zu früh, wenn ich jetzt da irgendwie wie ein Wilder reinopfer, vielleicht sollte ich das erstmal besser vorbereiten, erstmal hier Figuren entwickeln, Läufer nach G5, okay. So, und jetzt vielleicht den Springer nach F3 doch wieder zurück. Oder erstmal noch so stehen lassen mit Turm E1. Komm, wir lassen er. Ah, dann kann er hier vielleicht nehmen, aber ich decke dann alles noch. Muss ein bisschen aufpassen, weil der Läufer hier so einen Abzug auf meinen Springer hat. A6, was? Verstehe ich nicht. Machen wir H3, auch so ein bisschen Abwartezug. Ach so, das ist seine Idee. C5, okay. Jetzt wird halt das, da muss er aufpassen. Ach so, er geht weg. Okay, aber jetzt kann ich den und den machen. Ist das gut? Vielleicht. Ich krieg halt den Läufer. Ich kann auch erstmal Turm B1, spielen wir erstmal Turm B1 auch wieder vorbereiten. Ja, geht sofort nach vorne. Okay, gehen wir halt hier ein bisschen zurück. Ja, jetzt hat halt die... Jetzt treibt man mal ein bisschen die Dame zurück. Die gefällt mir da nicht. Die soll sich mal ein anderes Plätzchen suchen. Ich muss mich ein bisschen um meinen Bauern kümmern. Jetzt gehen wir doch da mal dazwischen. Dame hängt, da muss er erst drauf reagieren und jetzt ist einfach der Läufer mal so ein bisschen temporär aus dem Spiel. Ich möchte den da auch, eigentlich möchte ich den abtauschen, oder? Aber ich muss auf meinen Bauern immer aufpassen. Okay, spielen wir Dame D2, wir müssen auch schneller spielen jetzt mal hier. Wenn die Gegner immer so schnell spielen, dann müssen wir halt auch schneller spielen. So. Machen wir den und dann Turm D1. Aber jetzt kriege ich dann auch einen tollen Bauern. Ach so, aber er kriegt den da vielleicht. Wie komme ich aus dem Ganzen raus? Okay. Müssen wir es wahrscheinlich so spielen und so. Und vielleicht damit C2 besser. Mal damit C2. Und wir spielen jetzt auch mal schnell. Also wenn er die ganze Zeit schnell spielt, dann spielen wir jetzt auch mal schnell. Na gut, gehen wir ins Endspiel. Also, komm. Okay, was? Da ist doch, droht doch gar nichts hier. Die Batterie funktioniert doch nicht. Ja, jetzt gehen wir auch auf den Bauern los. Ich glaube, ich muss ihn hier auch mal ein bisschen unter Druck setzen. So. Jetzt blockieren wir hier mal. Okay, das macht keinen Sinn. Der droht doch gar nicht. Ja, jetzt muss er auch mal nachdenken. Aha. Ja, er möchte unbedingt den spielen. Okay.
Machen wir den. Wir wollen ins Endspiel gegen solche Spieler. Muss aufpassen, dass er die Turmlinie nicht kriegt, dass die immer schön in meiner Hand bleibt. Und dann kann ich die. Okay. Ah, ich hab ne Idee. Ich habe Läufer dahin und das habe ich als. Das ist eine Idee. Und die ist gar nicht, vielleicht gar nicht so schlecht. Aber, oh, er hat. Kann er den jetzt machen? Den kann er jetzt vielleicht machen, aber ich kann den machen. Aber er macht ihn nicht. Spielen wir erstmal. Erstmal den. Schwierig. Vielleicht auch Läufer G5 wäre auch. Oh, Läufer G5 wäre vielleicht. Wäre Läufer G5 noch besser gewesen. Was macht er hier? Ist mir nicht ganz klar. Machen wir Läufer G5. Ah, deswegen hat er einen Läufer dahin gezogen, um den Turm zu decken. Okay. Okay. Was? Das gibt einfach den Turm her. Warum? I don't understand. Ich meine, das Läuferpaar ist schon stark, aber ist es so stark? Ich weiß es nicht. Und jetzt gibt er noch mal was her, oder wie? Aha. Jetzt wird es aber hier ziemlich wild. Ne? Jetzt ziemlich wild. Aber vielleicht klappt das ja. Vor allem, ich habe zu wenig Zeit. Mein Turm hängt hier ein bisschen rum. Ich biete mal Remis. Ja, aber jetzt muss er dann aufpassen. Jetzt, sonst gewinne ich dann jetzt. Also wenn er jetzt hier noch mehr rumtut, irgendwann wird es dann gefährlich. Machen wir den. Ja, und was hat er jetzt? Ja, Schach geben, okay. Will jetzt ein Remis oder nicht? Jetzt ist Zeit. Okay, sonst gewinne ich. Stellungsmäßig, oder? Oder gewinne ich es nicht? Weiß nicht. Vielleicht gewinne ich es auch nicht. Die Bauern sind sehr gefährlich. Was? Warum? Ah, Turm 1. Ich habe keine Zeit mehr. Der hängt einfach. Jetzt gewinne ich es. Über den und den. Jetzt gewinne ich es einfach. Ja. Wahnsinn. Also stellungsmäßig. Ich muss auf den Bauern aufpassen. Schach. Ach so. Das war vielleicht suboptimal. Jetzt gewinne ich es vielleicht doch nicht mehr. Schach. Komm, lauf vor den Bauern. Genau. Jetzt gewinne ich es tatsächlich nicht mehr. Es ist der Wahnsinn. Wenn er so schnell spielt, ja. Davor war es wahrscheinlich gewonnen an irgendeiner Stelle. Ja, das muss ich leider aufgeben. Okay. Also, ja, schade. Ich glaube, ich hätte das hier vorher irgendwo gewinnen können. Okay, also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer abonniert den Kanal. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Gute. Mach's gut. Ciao.